Wir haben da die gefleckte Weinbergschnecke. Ja, wachsen so 6 bis 8 Monate. Meine Schnecken sind eher Südländer und die brauchen es warm. Die Winter sind halt doch noch zu knackig für meine Schnecken. Jetzt muss ich sie am Dachboden überwintern. Das heißt, ich warte jetzt noch ein paar Wochen. Dann werden sie abgesammelt, kommen in Gemüsekisten und werden dann am Dachboden sicher verstaut, dunkel. Ein bisschen feucht brauchen sie es, dass sie nicht austrocknen. Sie bilden zwar keinen Kalkdeckel, aber dennoch so eine kleine Schleimschicht, mit der sie sich dann schützen. Und so sind sie 5 Monate in einem Winterschlaf. Den Winterschlaf hat sich zum Beispiel auch der Napoleon zu Nutzen gemacht. Auf seine Feldzüge, die ja doch immer länger gedauert haben, hat er eine Eiweißquelle und ein Nahrungsmittel gebraucht. So haben sie früher schon die Schnecken abgesammelt und haben sie in Säcken oder Jutebeutel am Rücken mitgetragen. Und wenn sie einen Hunger gehabt haben, haben sie 5 Monate lang ein frisches Nahrungsmittel gehabt. Und ich habe im Frühjahr die erste Charge, was groß geworden ist, geerntet. Das waren circa ein bisschen über 500 Stück. Und die habe ich dann probehalber schon mal auf die Tagesempfehlung geschrieben. Das hat sich relativ schnell umgesprochen und es gibt schon viele Leute, die Schnecken als Delikatesse sehr schätzen. Sie sind ein bisschen fester wie Muscheln, ein bisschen weicher wie ein Tintenfisch und vom Geschmack ähneln sie am ehesten wie ein Kalbfleisch mit so einem leicht erdigen Touch.